Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von der Zombie-Filmschule. Jetzt haben wir auch endlich einen Titel. Es geht immer noch um die Dreharbeiten von Rage on Stage, einem Film, der bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ganz fertig ist. Aber da tut sich was, denn ich habe vor kurzem Post bekommen und da war eine Eintrittskarte drin, gestaltet von Michi. Michi, schön, dass du da bist. Gerne. Michi, bevor wir das gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was du eigentlich während der Produktion gemacht hast, was machst denn du jetzt gerade für Rage on Stage? Ich habe gerade ein Logo erstellt mit dem Schriftzug Rage on Stage und das wird verwendet für die kommende Premiere, also im Vorspann, vielleicht auf Plakaten oder so für den Film. Und dann habe ich eben noch, wie gesagt, eine Einladungskarte gestaltet zur Premierenfeier. Okay, ja. Ich habe mich da wahnsinnig gefreut und da sind auch die Sterne schön mit drin, mit denen wir jetzt hier auch gleich einsteigen. Wir gucken mal so eine Szene und beginnen damit so die Zeitreise. Das ist jetzt auch wirklich 2006, also wirklich nahezu 10 Jahre her. Mhm. Und wir schauen dir mal kurz ein bisschen bei der Arbeit zu. Da haben wir auch wirklich angefangen, auf der Bühne zu drehen im Theater, oder? Ja, 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 da können wir auch gleich nochmal richtig schön drauf eingehen. Schön schief. Ja, ja. Ich habe das Ganze jetzt mal unter dem Begriff Ausstattung zusammengefasst. Wird das eigentlich deiner Tätigkeit während der Dreharbeiten gerecht? Würdest du dich auch so bezeichnen? Warst du der Ausstatter von Rage on Stage? So würde ich es nicht sagen. Ja, sag also, mal, das wird nicht genau gewusst. Ich glaube, das ist für ganz viele Gewerke sozusagen dort unklar, weil ja auch immer mal Leute da waren und nicht da waren oder sich viele Leute denselben Job geteilt haben auch. Ich würde sagen, ich habe zum größten Teil Ausstattung gemacht. Ja. Aber zum einen habe ich auch manchmal andere Sachen gemacht. Also ich habe auch anderen Leuten geholfen. Ich habe auch Special Effects mit Furan, so irgendwie Böller anbauen und Blutpakete hochjagen. Ich habe auch viel Dolly geschoben. Mhm. Ich habe auch mal Lampen geschleppt und sowas eben notwendig. Oder auch den Drehort mit eingerichtet. Ne? Einfach hier ist Catering, da ist Maske. Das haben andere genauso gemacht. Alle haben alles gemacht. Und ich war auch mal teilweise nicht da, weil ich studiert hatte und auch mal keine Zeit hatte. Es gab Szenen, die kannte ich dann nur aus den Aufnahmen, wo auch tolle Sachen gebaut wurden, wo ich überhaupt nichts mit zu tun hatte. Na, dann versuche ich das gleich mal, dass ich jetzt ja lauter Aufnahmen zusammengestellt habe, wo ich dachte, na ja, das kann so ein bisschen zeigen von deiner Arbeit oder da, woran du beteiligt warst. Natürlich haben wir da alle irgendwie ganz viel gemacht. Es geht vor allem jetzt hier noch ein bisschen weiter, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich gerade entsteht. Und ich bin schon gespannt, wo ich vielleicht mal auch was erwischt habe, wo du sagst, nö, da war ich gar nicht da. Das mal gucken, könnte durchaus sein. Und ich habe zig Szenen, wo ich dachte, oh, dafür ist jetzt einfach keine Zeit, vielleicht machen wir noch ein zweites Mal oder wird sich bei anderen Gelegenheiten noch bieten. Da gibt es so viele Sets, in denen wir gedreht haben. Ne? Jetzt gucken wir vor allem mal das Set im Theater. So fing das, glaube ich, so ungefähr an. Ja. Die Kulisse gab es so in etwa schon. Ne? Ja, oder? Genau. Da war ein Stück, ich weiß nicht was, vorher im Theater in Wismar und das war ausgespielt und diese Kulisse stand noch dort und wir hatten die Möglichkeit, das einfach zu übernehmen, zu behalten. Und haben dann geguckt, was wir daraus machen können. Das ist so ein bisschen auch das Motto bei Rage on Stage gewesen. Ne? Man guckt, was man so hat. Und ja, aber also das ist ja der ganz große Reiz bei dem ganzen Film, diese Drehorte, die wir oft so benutzt haben, wie sie waren und noch ein bisschen verstärkt haben. Aber der Gewinn war ja oft, dass wir eben wirklich dieses alte Theater, das es heute gar nicht mehr so gibt, das wurde umgebaut und diese vielen anderen Drehorte ja auch. Ich weiß nicht, was du gleich noch zeigen willst, aber wir hatten ja ein Kulturclubhaus von der Werft, da ist heute ein Hotel drin, das gibt es überhaupt nicht mehr in dieser Form. Ah, interessant, ja, dann gibt es dieses Kaffeekino, wo wir gedreht haben, das ist heute ein Kindergarten umgebaut. Das alte Heizhaus, wo wir gedreht haben, das wurde abgerissen, das gibt es gar nicht mehr. Ja, das kommt auf jeden Fall nachher noch. So viele Sachen, die einfach auch einzigartige Orte waren zu der Zeit in der Kleinstadt Wismar. Ja. Die haben wir ja auch eingefangen damit. Diesen Theater neben der Bühne sozusagen, diesen Bereich gibt es halt alles gar nicht mehr. Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das alles umgebaut worden ist. Genau, wir können auf jeden Fall nachher nochmal auf Orte eingehen und das ist ja für dich, der ja, du hast viele Jahre in Wismar gelebt. Bist du eigentlich, kommst du aus Wismar? Ja, ich bin gebürtiger Wismarer. Dann kannst du uns da bestimmt gleich noch mehr Sachen zu erzählen. Hier sind wir jetzt gerade so in den Vorbereitungen für das Set, für das Theaterset.
Und das war so eins von diesen Dingern, wo ich so dachte, als ich das erste Mal gehört habe, soll so Riesenplakate mit Marx und Engels geben. Und so, ja, ja. Und dann war das so herrlich. Das ist so eine, also ja, dann drucken wir es halt einfach in ganz vielen einzelnen A3 Zetteln aus. Ja. Ja, ich konnte beim Studium in der Hochschule umsonst drucken. Ich glaube, ich musste nicht mal Papier mitbringen. Also wirklich, stand ein Schwarz-Weiß-Drucker und dann war das die billigste Lösung. Ne? Ja, weil ich hatte öfter so, ich war ja in der Situation als Kameramann, wenn man quasi kein Geld hat, also ich meine, irgendwas filmen, das ging ja quasi so, aber als Ausstatter quasi kein Geld, keine Mittel zu haben, stelle ich mir manchmal schon schwierig vor. Mhm. Also das, was wir da jetzt so sehen, das ist ja alles konstruiert und so. Was waren so die Quelle, wo kam denn das Material her? Jetzt hast du schon gesagt, wo das Papier herkam, aber ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich mich auch immer sehr über gute Sperrmüllhaufen gefreut. Ja. Also da ist mit Sicherheit mal so Möbel, Geschirr, irgendwie so Kram sind da mal mitgenommen worden. Ich weiß nicht, sowas wie Holzlatte haben wir bestimmt auch mal gekauft oder so Kram, ja. Pappe irgendwie so gesammelt. Auf jeden Fall in der ersten Zeit, wo haben wir mehr improvisiert, später haben wir so mal Geld ausgegeben. Ich bin zum Beispiel für Rage on Sitz zum ersten Mal zum großen Ausleiher in Berlin mitgefahren. Da haben wir diesen Lenin-Kopf ausgeliehen, bei FTA war das in Berlin. Mhm. So verschiedene Sachen dort, auch Lampen und sowas geholt, weil wir das eben nicht gefunden hatten. Ja, also das ist vielleicht nochmal kurz, ich pausiere mal an der Stelle mal gerade. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Entwicklungen und die zwei gröbsten, die man so für jetzt den unbedarften Zuschauer mal sagen kann, ist, es gab halt eine Drehphase, bei der wir dachten, wir machen so einen 20 Minuten Action-Trash-Film so. Mhm, und dann gab es eine zweite Drehphase, da wussten wir schon längst, wir wollen jetzt einen ganzen Kinofilm machen und haben diverse andere Projekte benutzt, um letzten Endes Mittel zu haben, um mehr drehen zu können, und dann hatten wir tatsächlich auch die Möglichkeit, bestimmte Sachen mal ein bisschen Geld auszugeben. Zu geben, ja, auch wieder. Ja, das stimmt. Aber war es denn auch so, dass du eh schon auch quasi, weil du die Stadt kanntest, hattest du da auch manchmal einen guten Draht oder wusstest einfach, wo man mal gucken kann? Die Locations zum Beispiel, warst du da involviert darin, Locations eigentlich zu finden? Oder? Nein. Nee. Ah, ja, okay. Das hat Marc irgendwie, mit wem auch immer gesucht, das weiß ich nicht mehr. Ah ja, okay. Ja, wir können noch mal ein bisschen bei dem Theaterset bleiben, bevor wir halt zu den anderen Drehorten gehen. Was wir jetzt sehen, ist gerade, wie der Richard dort an dem Lichtpult sitzt. Und ich fand das immer ganz interessant, dass das ja ein Riesending nochmal ist. Ein Set halt muss halt konstruiert werden. Da brauchst du schon jede Menge Helping Hands, damit das überhaupt passiert. Also entwickelt es sich weiter. Und dann passiert ja dieser Moment, wo es eingeleuchtet wird. Was ja auch nochmal, find ich immer noch eine totale Veränderung ist. So. Also bis zum fertigen Filmbild. Ne? War das so ein Prozess, also war das eigentlich neu für dich? Also hast du zum ersten Mal quasi was für die Kamera gebaut oder kanntest du das zu dem Zeitpunkt schon? Ich kannte das kaum. Ich habe Marc schon bei 1,5 anderen Filmen vorher geholfen irgendwie, oder nee, vielleicht auch schon bei 4, aber so kleine Sachen. Habe mit dem schon ein bisschen was gemacht und auch eher Ausstattung oder so Mädchen für alles so ein bisschen. Aber die Dimension war hier das Größte, was ich hier gemacht hatte, auf jeden Fall. Also klar, so ein Bühnenbild irgendwie zu inszenieren oder zu faken, sage ich mal lieber. Und dann eben ganze Räume mit Stimmungen da im Theater, so Regale befüllen mit Aktenordnern oder so Kram. Ja, stimmt, das sind ja eigentlich so die Dinge, die dann auch immer noch dazugehören. Das können wir vielleicht auch wirklich bei anderen Szenen nochmal ein bisschen besser sehen. Aber das eine ist, dass quasi ein Ort da ist. Und das andere ist, dass der ja auch mit Leben gefüllt werden muss. Und dass er am besten nicht so aussieht, wie gerade gestern gebaut, sondern je nachdem, die meisten Orte, an denen wir gedreht haben, die sollten auch schon nach viel Zeit aussehen, die existiert haben. Das war gar nicht so einfach. Ne? Ja, also Zeit im Sinne von Alter oder die? Ja, genau. Das ist einfach schon, also, dass sie, genau. Manchmal waren es Orte, die sollte es schon seit vielen Jahrzehnten geben, so. Ja. Die waren aber erst vorgestern fertig geworden und dann mussten die entsprechend auf Alter getrimmt werden. Ja. Aber sie mussten halt auch so aussehen, dass sie echt sind. Also, keine Ahnung. Dann musste dann halt auch noch. Das sind so die kleinen, weiß ich nicht, aber was. Ja, also ich finde, die Orte selber, an denen wir waren, das waren ja oft alte, verlassene Orte oder so. Häuser, die gerade nicht in Benutzung waren. Ich habe zum Beispiel in der ersten Folge mit Marc den Raum, wo Stanley wohnt arbeitet, gesehen. Und da habe ich auf jeden Fall zurückgedacht, dass das spannend war. Es war eigentlich ein leerer Raum und den haben wir so vollgeballert mit Zetteln und irgendwie seinem komischen, verrückten Wirrwarr, was er doch immer sich ausgerechnet hat oder so, mit Plänen vollgeworfen.
Ja, ich muss mal das war auf jeden Fall neu in dieser Dimension für mich. Genau, ich glaube, ich finde den jetzt vielleicht auch ganz schnell, weil ich sitze jetzt hier an dem Rechner, an dem sich diese 30 Stunden Rohmaterial von dem Making-of befinden. Und das, ich scrolle jetzt mal so durch die Zeit und gucke mal, ob ich an der richtigen Stelle wieder ankomme. Das hatte ich jetzt mich noch nicht vorbereitet. Krass, so viel Zeug. Ja, genau. Ich wusste irgendwann, ich werde niemals daraus eine Doku schneiden. Dafür fehlt mir momentan auf jeden Fall die Zeit. Aber also ein bisschen ist noch mit reinbringen. Genau, ja, hier dieser kann man so ein Raum, bisschen genau. Was sehen davon. Es gibt eigentlich genau die... Echt eine geile Stimmung hier drin. Ah, das ist aber noch nicht fertig, der Raum. Nee, das stimmt. Der ist noch... Das stimmt, da stehen noch die Lampen. Ja, noch, ja. Also der ist rechts an die Wand neben dem Ofen, glaube ich, ja. Diese Wand. Naja, es ist dann die... Das ist so in Arbeit. Ja, das ist noch ich guck mal, Moment, huch, jetzt müssen wir aufpassen, was ich hier so versehentlich zeige. Genau, jetzt wird auf jeden Fall hier drin schon gedreht. Genau, und jetzt ist es natürlich auch wiederum schwierig zu sehen, das ist jetzt die Making-of-Kamera. Wir haben schon wirklich gebaut fürs Bild, für das Bild, was nachher gedreht worden ist. Da gab es wirklich manchmal noch 3 mm daneben schwenken und es hat schon nicht mehr gestimmt. Ne? Mit Sicherheit, ja. Ja. Beziehungsweise im zweiten Drehjahr wurden wir noch viel verrückter, weil wir da haben wir wirklich einen Werbespot gedreht und das ja. Material dann, Baumaterial wiederverwendet. Das war ja auch super. Ja, fand ich auch. Und da haben wir dann ja wirklich Räume selber gestaltet. Wir haben dann gewusst, wir wollen einen Langgang haben und haben einen Langgang gebaut und so, wo wir im Jahr vorher immer noch alles genommen haben, wie wir es irgendwie zur Verfügung hatten, wie wir es an den Drehorten gefunden haben. Genau, lassen wir erstmal wirklich so die ganz alte Vergangenheit rangehen, weil ich habe jetzt noch Sachen gefunden, die gibt es gar nicht. Die sind im fertigen Film, werden die gar nicht mehr auftauchen. Zum Beispiel, da denke ich dann eine Szene, also diese Szene wird es irgendwie so ähnlich geben, aber das haben wir alles irgendwann, also wirklich ein Jahr später, alles nochmal gedreht. Und da musste ich nur so dran denken, da habe ich dich und Holger doch damals gesehen und ihr habt dann da hinten die Wand gestrichen, ne, und habt diese Dinger da gemacht. Weil wir uns an diesem gottverlassenen Ort gedacht haben, da müsse jetzt die Rückseite des Theaters sein. Mhm. Wie symbolisieren wir das? Sind das eigentlich so Fragen, direkt. Mit denen der Marc, denn der Regisseur, so zu dir gekommen ist? Also wir müssen das irgendwie als die Rückseite des Theaters verkaufen. Mach mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, aber ja, es ist natürlich jetzt ziemlich einfach und direkt. Ja. Wahrscheinlich wurde es am Vormittag angesagt, dass wir es am Mittag brauchen. So ungefähr. Also ich kann mich eh nicht mehr so richtig daran erinnern, ob viel nachgedacht wurde. Ja. Ich habe in der Rückschau habe ich die Erinnerung, dass gearbeitet wurde, wenn die Idee kam und dass viel vor Ort überlegt wurde. Und wir waren immer gut, wenn wir ein paar Materialien dabei hatten, im Sinne von eine Farbe, ein Regal und ein Akkuschrauber können nie schaden. Ja. Ich finde, das sieht man auch sehr doll bei den Szenen, wo wir jetzt gerade erkennen können. Ich glaube, in meiner Erinnerung ist das eigentlich so, dass eigentlich das fast das Erste, was wir gedreht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar zuerst auf der Bühne oder vielleicht sogar das noch. Kann sein. Irgendwie so in dem Dreh, alles dicht beieinander. Und da war es auf jeden Fall noch kein abendfüllender Kinofilm im Hinterkopf. Ja. Und hier, weiß ich, wird jetzt ein paar Stunden später auch drin gedreht. Ne? Also jetzt gerade wird noch drin rumgerollt. Ja, und gesucht auch wirklich. Ja, ne? Überlegt. Da wird wahrscheinlich auch gleichzeitig die Auflösung, die Einrichtung und all das überlegt. Und das war wirklich so, dass wir da mit vielen jungen, engagierten Leuten wussten, dass wir am Ende irgendwas haben wollen. Aber was genau, war noch ein bisschen offen. Das ist aber auch toll, weil jeder, wirklich vom Lichtmann bis zum Kameramann, Regie, Ausstatter, alle konnten irgendwie überlegen, wie ist es cool oder wie ist es sinnvoll oder so. Ne? Ja. Es ist auch so, dass zum Beispiel die Szene, wenn ich die so heute sehe, ist das so für mich als Kameramann so ein bisschen der Albtraum, weil da war wirklich auch... Weil wir es so alles so spontan gemacht hatten und ich zu dem Zeitpunkt auch wenig Erfahrung hatte, fühle ich mich total überfordert und bin sehr froh, dass diese Szenen jetzt nie im fertigen Film drin sein werden. Ja. Ich habe jetzt leider keine Making-of-Materialien gefunden, wie wir das drehen in dem neuen Set. Aber das ist zum Beispiel eine Szene, die ja total davon profitiert hat, dass wir für einen Werbespot, den wir mit sehr viel Geld auf 35 Meter drehen durften, für den sehr aufwendig gearbeitet worden ist. Und ein Zimmer aus diesem Werbespot wurde dann umfunktioniert in dieses Büro. Ja. Das wurde komplett neu gedreht, diese Szene. Ja. Wie ist denn das eigentlich so gewesen, wenn solche Sachen quasi nochmal, also wie hat sich das für dich angefühlt, wenn so dieser Moment kam, du Michi, wir machen das jetzt, also gab es dieses überhaupt so? Also ich weiß gar nicht, für mich, ich war ja meistens immer relativ dicht dran, also ich habe meistens schon, bevor das Team dann erfahren hat, schon gewusst, was auf uns zuwollt, weil ich meistens mit Marke sehr dicht immer gequatscht habe. Ja. Andererseits das Gefühl, dass so genau dicht warst du ja eigentlich auch dran, aber... Wie war das so, wenn Marc gesagt hat, du, wir müssen nochmal? Ja, kann ich auch nicht genau aufrufen, das Gefühl. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch nervige und frustige Tage gab und wo irgendwie was nicht gut lief und wo man
irgendwas aushalten musste. Andererseits habe ich diese ganze Crew immer als Riesenspaß auch gesehen. Ja. Also so viele persönliche Bindungen sind da entstanden. Das war ja wirklich, das sind ja teilweise schon vorher und bis heute alles Freunde geblieben. Mhm. Ja, die auch heute ja hier in Rostock eine Produktionsfirma haben und alle irgendwie Medienmacher sind oder Pädagogen oder so. Das ist ja, also das ist für mich das Wichtigste an diesem Film. Gar nicht das Produkt der Film, sondern wirklich diese Bindung wahrscheinlich auf Jahrzehnte mit diesen Leuten, weil das ja über 1-2 Jahre eine super Zeit war, wo viel Quatsch gemacht wurde, wo alle irgendwie dieselbe Vision hatten oder eine ähnliche. Mhm. Ja, ich habe schon überlegt, ich muss mir irgendwann mal ganz viele Webcams holen und dann müssen wir die Folge Freundschaft oder sowas machen. Ja. Weil es gibt ganz viel davon, dazu passt vielleicht auch gerade so ein bisschen dieser Moment, wo ihr da am Rumwühlen seid auf dem Dachboden. Jetzt, wo ich das sehe, denke ich gerade, das ist sogar auch der Dachboden, nachdem wir dort drin schon gedreht hatten. Das ist quasi abgerissen jetzt schon. Wenn ich da diese ganzen Bodenplatten sehe, weiß ich. Ah ja, es ist schon die Erhöhung, ist schon da, genau, ja. Und wir haben schon den Werbespot dort gedreht, illegalerweise auf dem Dachboden des Hauses, den wir nicht betreten sollten. Gibt es das eigentlich noch, das Gebäude? Das war ja das ist jetzt der Kindergarten. Das ist, ach das, jetzt verstehe ich, neben dem Kino. Ja, na klar. Super. Mhm. Muss man ein großer Kindergarten, die haben das ganze Gebäude? Und sogar noch einen Anbau hinten. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, wie es innen ist, ich glaube, es ist innen ein großer Indoor-Spielplatz jetzt, dieser Hauptraum. Ah, ja, den werden wir jetzt gleich nachher, also ein bisschen später werden wir den auch nochmal sehen. Was hier auf dem Dach los ist, würde ich auch gerne wissen heute. Ja. Ja, ich zögere auch manche Details, die wir da irgendwie so gemacht haben, zu erzählen. Was wir übrigens jetzt gerade miterleben, ist gar nicht, dass ihr was für eine Kulisse besorgt, sondern ihr seid jetzt gerade dabei, den Catering-Raum in diesem Haus auszustatten. Und darum habe ich auch so gedacht, stimmt, damit, also viele Dinge waren so für mich, waren immer so selbstverständlich da, mit denen hatte ich aber selber nichts direkt zu tun. So, ne? Und da dachte ich, als da musst du bestimmt auch oft involviert sein. So dieses ja, wirklich, dieses einfach das Set organisieren. Ja. Wir haben ja auch dann irgendwann mit Radiatoren ohne Ende immer gearbeitet, weil das auch kalt war in diesen Häusern. Da musste das alles geheizt werden, dann musste Strom hingelegt werden, dann mussten da Decken vor die nicht vorhandenen Türen oder sozusagen vor die Löcher in Fenstern und Türen irgendwie gestopft werden. Couchen irgendwie, was wir da hatten, was 2 Wochen vorher vielleicht noch irgendwie Set-Gestaltung war, ist jetzt Catering-Entspannungscouch. Ne? Und musste durch das Loch durch. Ja, das ist großartig. Genau, und jetzt glaube ich, sehen wir auch gleich mal, wie das so aussah. Und dann habe ich so, wenn ich jetzt zu so diesen Orten so zugeschaut habe, dachte ich so, ich musste so dran denken, dass das gibt ja eine ganze Bewegung der Lost Places, ne? Dass man sich an Orten bewegt, die quasi verlassen sind. Und dieser Dreh hat ständig dafür gesorgt, dass ich an Orte in Wismar gekommen bin, von denen keiner mehr wusste, die irgendwie vergessen worden sind, weil diese Orte hatten ja alle Geschichte. Es war früher ein Tanzsaal zu DDR-Zeiten und so. Ja. Ne? Und so an manchen Stellen schimmerte das noch so ein bisschen durch. Ja, ich mochte eigentlich immer die Gelegenheit, dass wir durch die Dreharbeiten da mal vorbeischauen konnten. Und das war halt auch Heizhaus, ein so ein Ding. Ne? Ja, daneben steht noch ein riesen Schornstein, den gibt es noch. Das ist das letzte von diesem Heizhaus, was noch da ist. Ja. Und, genau, da warst du jetzt gar nicht involviert, sowas zu suchen, sondern... Ich glaube nicht. Also ich kann mich bei anderen Filmprojekten mit Marc daran erinnern, aber hier weiß ich es nicht mehr genau. Oder ob ich es auf so einen Kopf teilweise wusste oder doch mal Nachmittag mit war, weiß ich nicht mehr. Genau, und Bitte. Nee. Ja, also hier kommt ja, in diesem Heizhaus war ja eine tolle Schalttafel, die dann blinkt. Das haben wir auf jeden Fall hier gedreht. Und da kann ich mir vorstellen, wie der sich dabei war und mit überlegt habe, da machen wir eine Lichterkette hinter oder sowas. Genau, und ich habe jetzt hier auch gesehen. Ah ja, sehr schön. Ja. Und jetzt sitzt du da auch neben dem Regisseur und ihr guckt euch, glaube ich, gerade an, wie der Lichtmann, weil der Matze das gerade alles einleuchtet. Ja. Ist da unten jetzt diese Kiste drin? Genau, die grüne? Kamera geht auch gleich nochmal rum und da unten ist das Geheimversteck mit der Schweizer. Achso, also den Gang haben wir da jetzt. Achso, ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Mit dem Zahlencode-Tür, die dann aufgeht. Genau, und hier findet er aber auch tatsächlich schon die Kiste. Mhm. Genau. Ja, also man braucht so die Wände nicht mehr dreckig machen. Das stimmt, das hast du total recht. Hier musstest du nicht mehr auf alt trimmen. Aber ich weiß noch, das waren auch so Orte, in meiner Erinnerung war es auf jeden Fall ganz schön grenzwertig. Ja, also der war der härteste, würde ich mal sagen. Also was da an Staub lag von irgendwie der alten Heizzeit plus 10, 15 Jahre Taubendreck plus irgendwelche anderen Sachen, die da einfach von Leuten reingeworfen wurden, die irgendwas loswerden mussten. Ja. Das war schon einigermaßen ungesund, glaube ich. Ja. Wenn wir jetzt hier so den Dreh sehen, was war das für dich eigentlich mal eine Pausenzeit, mal eine Verschnaufzeit oder war das eigentlich der Moment, wo man all diese anderen Jobs dann gerade noch erledigt hat, die so ankamen?
Also, oder gab es eigentlich, dass man in das in diesem Moment? Ja. Ja, nicht unbedingt in diesem Moment, aber das ist jetzt halt gerade so ein Drehmoment und ich dachte so, alle arbeiten gerade dafür, dass auch alles gut zu sehen ist. Ne? Es muss jetzt unbedingt, dass das schön aufgemalte Kreuz zu sehen sein und so. Ne? Alle geben sich Mühe, dass auch das Maximum deiner Ausstattung ins Bild kommt. Und ich habe mich so gefragt, gab es eigentlich so eine Momente, wo du das auch mal genießen konntest oder warst du eigentlich jetzt gerade am nächsten Set? Also nicht jetzt unbedingt in dem Moment, aber kannst du dich an Momente von Entspannung während der Dreharbeiten erinnern? Ja. Ja, doch, doch. Also wirklich. Also wir haben auch teilweise, wenn drin gearbeitet wurde, dann vielleicht Leute, die schon Licht gestellt hatten oder ich, die dann mit der Arbeit irgendwie erstmal fertig waren, auch draußen vorm Theater Quatsch gemacht im Sinne von irgendwie Ball gespielt oder irgendwie rumgelegen in der Sonne mal oder so, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, und noch so ein Ort, den man einfach so vorgefunden hat, in dem wir, weiß gar nicht, ob das von Anfang geplant war, dass wir da drin drehen, aber auf jeden Fall haben wir da drin gepennt. Das war ja der Hauptlebeort in der Base. Genau, ich war ja so ein bisschen außen vor, weil ich habe ja in Wismar sowieso eine eigene Wohnung gehabt. Stimmt, ja, und ich habe hier ja gar nicht übernachtet. Ich bin ab und zu mal noch zum Essen, zum Feierabend, irgendwie zum Abhängen gekommen, aber... Und lustigerweise hier ein Set, da habe ich kaum mitgearbeitet. Miles Büro, das habe ich kaum mitgestaltet. Ah ja, okay. Da habe ich irgendwie nur schon mal drüber nachgedacht vorher, irgendwie, wir haben dies und das oder so. Weil auch hier hatte ich wieder so das Gefühl, man, diese Möbel, wo kommen denn diese geilen Möbel her? Kann ich hier gar nicht sagen. Ah ja, okay. Ist das vielleicht von Andreas ein Schreibtisch oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, den hat Andreas dann später geschenkt bekommen. Auf jeden Fall hat er ihn heute noch, oder wie? Ja, vielleicht. Dann gucken wir mal, was das nächste bringt. Das nächste ist eigentlich, da kann man einfach so ein bisschen allgemein mal nochmal über dieses Haus sprechen, das heute in der Kita ist. Mhm. Das ist jetzt einfach nochmal so ein Rundgang. Was wir hier eigentlich sehen, sind so eine, wo kann man sagen, die Ruinen des Werbespot-Sets so. Ja. Plus Ruinen von anderen. Da hatte schon jemand, glaube ich, mal ein Restaurant oder so betrieben oder in der Disco. Ja, oder stimmt, ich das war so ein DJ-Pult. Ja, sowas. Auf der rechten Seite, was wir eben gerade gesehen haben, ja. Genau. Und weiß nicht, hattest du dabei sowas dann eigentlich den Hut auf, jetzt zu planen, wir brauchen jetzt so und so viel Holz und das? Naja, weiß ich auch nicht. Das war für mich immer eher so ein bisschen mysteriös, wie das überhaupt zusammengegangen ist, weil wenn ich in den Baumarkt gehe, weißt du, nur mal für ein Regal was zusammenzuholen, drehe ich schon durch. Also ich war es bestimmt nicht. Ja, also ich habe auf jeden Fall mit Matze, dem Lichtchef, auch viel, weil der auch viel Bauerfahrung hatte, viel geplant. Und wir haben natürlich auch wahrscheinlich schlecht geplant, im Sinne von, wenn wir was brauchten, sind wir losgefahren. Oder wir hatten ja auch vier Baustellen manchmal gleichzeitig, wo ich das hier gerade sehe. Ne? Sind ja wirklich jetzt unten, weiß ich, ist der Gang und daneben ist noch ein Raum mitgenutzt und hier oben haben wir den Durchbruch irgendwie. Genau, das ist jetzt diese ominöse zweite Drehphase, bei der ganz viel gebaut worden ist und so sieht es dann nachher aus. Ja? Also wirklich komplett gemalert und hier muss es dann auch wieder noch auf alt getrimmt werden. Ja. Ne? Ein paar Wochen vorher, als wir den Werbespot gedreht haben, war das hier eine Küche, eine blaue Küche. Mit einer Einbauküche drin und das haben wir alles wieder rausgerissen und irgendwie kaputt gemacht, um dann das hier zu haben. Und wir gucken jetzt gleich nochmal, wie das dann aussieht, wenn das auch so richtig alles eingeleuchtet ist, allerdings auch da nur so hinter den Kulissen, weil es ist so eine Idee von mir, dass wir hier kein Material aus dem tatsächlichen Film zeigen, also sondern wir bleiben hier immer schön aus der Perspektive hinter den Kulissen, aber trotzdem macht es natürlich gleich nochmal was aus, wenn hier die roten Scheinwerfer drauf sind und ja, man kann halt nochmal hier schön sehen. Das ist halt wirklich komplett konstruiert. Also da habe ich mich auch wirklich zum ersten Mal so gefühlt wie, oh, das gibt es jetzt keinen Unterschied mehr. Also außer, dass hier keiner bezahlt wird für seine Arbeit. Ja, aber es ist eine echte Studioarbeit. Ja. Und auch die Lampen, also das wird man ja heute noch ähnlich machen. Ja, absolut. Kinofloats, Ari, irgendwie Lampen und der ganze Gang ist unecht. Also ist ja wirklich schon ein schöner Bau. Ja. Wie ist denn das eigentlich nach Reach on Stage? Bist du da noch weiterhin als Ausstatter tätig gewesen für Filme? Ja, also weiterhin hobbymäßig oder so. Oder ja, so ein, zwei Mal im Jahr. Okay. Sowas. Kurzfilmprojekte, kleinere Werbespots, also in dem Bereich, ja. Hier weiß ich zum Beispiel auch gerade gar nicht, das war für mich eine der wahnsinnigsten Sachen. Mhm. Wie weit warst du da involviert? Also vielleicht kurz den Zuschauer, ich muss das mal kurz pausieren. Also ich glaube, weil für den Zuschauer ist es gerade so, hä, ja und, was ist das hier? Es ist auf jeden Fall nochmal wieder der Blick in diesen alten Tanzsaal. Und dort bauen wir gerade einen riesengroßen Greenscreen auf, damit dort jemand sich mehrere Meter in die Tiefe stürzen kann. Deswegen liegen dort hier unten, das muss man gerade gucken, hier genau, diese ganzen Kisten. Und in dem Moment, es wird ein Stunt gerade vorbereitet. Aber diese ganze Konstruktion, die musste ja auch irgendwie hingebaut werden. Und da hatte ich irren Respekt vor. Zum einen davor, dass sich da gleich jemand runterstürzt, aber zum anderen auch, das alles hinzukonstruieren. Mhm. Da fiel mir so ein, dass ja in der zweiten Drehphase kamen ja auch noch mal ein paar Leute so dazu, von denen ich so das Gefühl hatte, die haben da auch viel so, wenn ich da so an Jan denke. Mhm.
War das eigentlich was, wo so quasi auch so deine Arbeit dann immer, ja, also immer ein größeres Team wurde, weil also die Bauten immer aufwendiger waren? Oder? Ja, das ist gar nicht meine Arbeit. Ja, das Team ist ja immer auch also ein Stück weit gewachsen, hat gewechselt. Es kamen ja mal Leute, die sehr viel Erfahrung hatten, kurz dazu irgendwie. Und dann gab es immer wieder auch Praktikanten im weitesten Sinne. Also wirklich Leute, die einfach nur Bock auf Film hatten und irgendwie mitgeholfen haben. Ja. Und bist du jetzt gerade so ein bisschen so der Stunt verantwortlich im Sinne von, dass du dafür sorgst, dass der da weich fällt? Oder? Nee, da bin ich wieder wirklich einer vom Team, von vielen, die denen klar war, nachher soll hier das gedreht werden und dafür brauchen wir hier Kartons, also nichts weiter. Ja. Die haben, mehrere Leute haben die aufgebaut und zusammengeklebt und dann gab es immer wieder Leute, die die durchsortiert und aufgestapelt haben. Ja. Das Gerüst wurde mit mehreren Leuten aufgebaut. Ist das eigentlich was, das waren ja für mich immer diese ganz aufregenden Sachen, wo ich sehr froh bin, dass das alles gut gegangen ist. So. Ja, ja. Und, ne, wir haben uns ja auch viel Mühe gegeben und so. Wie ging es dir so? Also waren das so Sachen, also ich glaube, das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, kann ich noch bleiben? Also ich war wirklich so auf der Kippe so. Also, weil ich persönlich habe uns quasi das nicht zugetraut, obwohl wir quasi da, also es gab ja niemanden, der da irgendwie lax mit umgegangen ist. So. Aber trotzdem dachte ich so, oh, das könnte jetzt dieses eine Stückchen zu viel sein. Und gab es bei dir sowas, so Zweifel, so von wegen, nee, also so ganz so krass sollten wir es vielleicht nicht machen? Oder war das eher das Schöne? War das das Abenteuer, das auszuprobieren? Ach, alles steckt da drin auf jeden Fall. Also natürlich, hier hatte ich auch Respekt vor. Da sollte sich ja jemand fallen lassen. Also ich weiß nicht mehr, 4-5 Meter Höhe. Ja. Plus nochmal 1,5 Meter Kartons, auf die er dann fällt. Also eigentlich waren es vielleicht 6 Meter oder so. Ja. Der hatte einen Rückenprotektor dran, also dass die Wirbelsäule geschützt ist. Aber ich hätte es nicht gemacht. Das also, schön, ja, ganz ehrlich. Ja. Und das haben viele auch gesagt, ich würde es machen, ich würde es nicht machen. Also das haben wir alle im Team immer zu diskutiert, weil das ja wirklich ein krasses Ding ist. Was ist hier? Wir sind nicht versichert, wenn hier was passiert. Der Darsteller muss es alleine entscheiden. Der Regisseur sagt, gibt ihm alle Freiheit irgendwie, das nicht zu machen auch. Ja, das war oft so am Limit, ne? Also im Sinne von, ja, wie das bei Amateurdrehs ist. Also man will diesen Stunt haben, muss mit dem Auto gegen die Wand fahren, aber dann niemand darf sich verletzen und das Auto muss danach günstig abgeschafft werden. So, ne? So läuft es halt. Ne? Tja, jetzt ist das sozusagen 10 Jahre lang nicht fertiggestellt worden, der Film. Ich habe das schon so ein bisschen rausgehört, so habe ich das selber hier auch schon ganz oft erzählt. Für mich war der Prozess das Entscheidende. Ich habe da Sachen machen können und dürfen, das wäre mir sonst gar nicht möglich gewesen und ich habe dort Leute kennengelernt, die damals toll waren, von denen viele heute immer noch mein Leben begleiten. Super. Ich habe so nach 5, 6, 7 Jahren war so, ach, ob der Film jetzt weg ist, eigentlich ist mir egal. Es war eine wichtige, schöne Zeit. Und daraus sind ja noch so viele andere Filmprojekte entstanden. Vieles, was so heute mit Rostocker Schule hier so vor Ort auch an Filmnetzwerk da ist, hat eigentlich ganz viel dort seinen Ursprung. Dort haben sich viele Leute zum ersten Mal begegnet und das Arbeiten gemeinsam probiert. Wie war das für dich? Von dem Punkt aus, dass es der Film ja noch nicht fertig ist und vielleicht ja auch nie fertig wird. wie ist da dein Gefühl? Ja, ziemlich ähnlich. Also ich hatte ja vorhin schon mal kurz gemeint, der Film ist gar nicht das Entscheidende, wenn ich zurückblicke. So, ne? Also klar freue ich mich, wenn es den mal gibt und wir alle uns nochmal richtig herzlich in die Arme fallen können und irgendwie das auch irgendwie mal vorzeigen können, anderen Leuten zeigen, was wir gemacht haben. Ne? Also das wissen ja bis jetzt nur wir alle. Ja. Das ist natürlich super, aber wirklich dieses Abenteuer von Low-Budget-Dreh, das steht im Mittelpunkt auf jeden Fall, wenn ich zurückschaue. Letzte Frage von mir, weil das ja so mit Filmschule klingt das ja schon so ein bisschen so an, man könnte ja quasi für irgendwas was lernen. Was hast denn du für dich gelernt und hat das irgendwie auch Auswirkungen so auf deine berufliche oder kreative Arbeit gehabt? Also jetzt zum Thema Filmausstattung oder so, natürlich habe ich da ganz viel gelernt. Also dafür, dass wir das, ich weiß es nicht genau, 1,5 Jahre oder so mindestens gearbeitet haben, immer wieder, ne? Ja. Da habe ich natürlich übers Filmemachen ganz viel gelernt. Also nicht nur, dass man in andere Gewerke ganz viel reingucken konnte, weil ja eben jeder auch ein bisschen alles gemacht hat, sondern natürlich habe ich auch zum Thema Ausstattung mehr gelernt, ne? Zu begreifen, was genau sieht die Kamera, was steht im Mittelpunkt, wie kann man auch erzählerisch sozusagen mitarbeiten, ne? Weil ja auch der Hintergrund etwas über eine Person, die im Vordergrund steht, erzählt und so weiter. Da habe ich ganz vieles gelernt. Rein technisch habe ich natürlich auch viele Sachen gelernt. Genau, und heute machst du zum Beispiel, wenn Marc Regie führt im Theater, machst du dort auch die Ausstattung. Also, ich finde es irgendwie ganz schön, dass das so an der Stelle Also das ist auf jeden Fall immer weiter auch gewachsen oder geblieben. Ich habe vorher schon mal ein paar Sachen gemacht und das ist immer, habe ich weiter getan, Schön.
Michi, gibt es da eigentlich jetzt irgendwas, wo du sagst, oh, das hätte ich aber jetzt gedacht, dass wir das jetzt hier noch irgendwie sehen? Nein, ich habe nichts jetzt konkret erwartet. Nee, das ist okay, gut, alles klar. Dann danke, dass du da warst. Ja, und wir sehen uns auch schon in einer Woche wieder. Ich weiß übrigens noch nicht, um was es dann diesmal gehen wird. Ich bin derzeit auch am Verabreden mit Schauspielerinnen und so. Mal gucken. Also wir werden ganz viele Aspekte dieser Produktion auch in Zukunft noch beleuchten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.